Es folgt eine Erweiterung zum Thema Gleichungen. Eine erste Art Gleichung, die biquadratische. Ax hoch 4 plus bx² plus c gleich 0. Wenn a und b verschieden sind von 0, dann enthält diese Gleichung hier effektiv 2 Quadrate. Hier ist x² und x hoch 4 ist dasselbe wie x hoch 2 im Quadrat. Also haben wir hier effektiv 2 Quadrate und genau das Quadrat x hoch 2, da stellen wir in einem ersten Schritt gleich y. Wir schreiben diese Gleichung vierten Grades um mit y. Das führt dann zu a mal y hoch 2 plus b mal y plus c gleich 0. Zu dieser Gleichung. Das ist eine Gleichung zweiten Grades in einer unbekannten y, die wir dann zum Beispiel mit der Diskriminanten lösen. Und ganz zum Schluss, wenn man y gefunden hat, muss man nicht vergessen, zurückzukehren zu x, denn gefragt wurde x, nicht y. Y ist nur ein Hilfsmittel, um diese x-Gleichung zu lösen. Schauen wir in diesem Beispiel. X hoch 4 plus x² minus 6 gleich 0. Diese Gleichung enthält effektiv diese beiden Quadrate. Im ersten Schritt stellen wir x² gleich y und diese Gleichung wird dann automatisch zu dieser hier. Y hoch 2 plus y minus 6 gleich 0. Gleichung zweiten Grades, die wir zum Beispiel mit Delta lösen können. Die Diskriminante Delta ist b² minus 4ac, das macht 25. Und jetzt finden wir y gleich diese zwei Lösungen durch diese Formeln hier. Denn Delta ist ja streng positiv. Aber nicht vergessen, jetzt zu x zurückzukehren. Da y ja x² ist und wir diese zwei y-Werte gefunden haben, unterscheiden wir hier also unter zwei Fällen. Erster Fall, wenn y minus 3 ist, dann heißt das, dass x² minus 3 ist. Aber diese Gleichung ist in der Menge der reellen Zahlen nicht möglich. Das Quadrat jeder beliebigen reellen Zahl ist immer größer oder gleich 0 und niemals minus 3. Diese Möglichkeit ist also zu verwerfen. Der zweite Fall, das ist, wenn y gleich 2 ist, dann heißt das, dass x hoch 2 gleich 2 ist. Also ist x plus minus Quadratwurzel von 2 und diese zwei Werte gehören in die Lösungsmenge von dieser Gleichung. Eine zweite Art Gleichung, Polynomialgleichung. Ein Polynom n-ten Grades bezeichnen wir mit Pn von x und wenn a Nullstelle von diesem Polynom in x ist, dann gibt es ein Polynom, dessen Grad um 1 kleiner ist als der von Pn, so dass Pn von x dasselbe ist wie x minus a mal Pn minus 1 von x. Kurz bedeutet das, wenn a Nullstelle von diesem Polynom ist, dann kann man x minus a aus diesem Polynom ausklammern. Das kann man zum Beispiel erreichen durch das Horner-Gitter, wie wir gleich in einem Beispiel sehen werden. Man nennt dieses Gitter so zu Ehren des deutschen, sehr unauffälligen Mathematikers William Georg Horner. Schauen wir sofort in einem Beispiel. Hier fragt man, diese Polynomialgleichung zu lösen. Es ist ein Polynom gleich 0. Man sucht dann zuerst einmal einen Wert, für den dieses Polynom 0 ergibt. Man kann zum Beispiel mit 1 versuchen, 1 hoch 3 minus 9 mal 1 hoch 2 plus 26 mal 1 minus 24, das macht nicht 0. Aber bei 2 wohl. 2 hoch 3 minus 9 mal 2 Quadrat plus 26 mal 2 minus 24, das macht 0. Also kann man aus diesem Polynom x minus 2
ausklammern. Dann bereiten wir schon mal das Hornergitter vor. Man schreibt hier oben die Vorzahlen der jeweiligen Potenzen von x in diesem geordneten Polynom in abfallender Reihenfolge der Exponenten. Und man muss hier darauf achten, dass das Polynom vollständig ist. Nehmen wir einmal an, dieser x-Term wäre nicht da, dann müsste man trotzdem hier die 0 schreiben. Das heißt, man müsste das Polynom vervollständigen durch plus 0 mal x. Und die 2, für die dieses Polynom hier 0 wird, schreibt man an diese Stelle. Jetzt geht's los. Die 1 rutscht da runter, man schreibt sie dahin. Von da nach da wird multipliziert. 2 mal 1, das macht 2. Und dieses Produkt schreiben wir dahin. So. Und vertikal wird jetzt addiert. Minus 9 plus 2, das macht minus 7. 2 mal minus 7 macht minus 14, was wir dahin schreiben. 26 minus 14, das macht 12. 2 mal die 12 macht 24 und minus 24 plus 24, das macht 0. Wenn dieses Polynom bei 2 0 ergibt, dann müssen wir bei dieser Division am Ende 0 finden. Denn das ist der Rest der Division von diesem Polynom durch x minus 2. Wenn man hier keine 0 findet, dann hat man sich irgendwo vertan. Entweder im Hornergitter selbst, oder das Polynom wird gar nicht 0 bei 2. Wir finden aber hier die 0, also ist es korrekt. Das hier ist ein Polynom dritten Grades. Das ist ein Polynom ersten Grades, x minus 2. Und bei der Division von dem Polynom dritten Grades durch dieses Polynom ersten Grades bleibt zwangsläufig ein Polynom zweiten Grades übrig, von dem wir die Vorzahlen hier ablesen können. Es ist also 1 mal x² minus 7 mal x plus 12. Somit haben wir dieses Polynom faktorisiert und jetzt können wir hier das Nullprodukt anwenden. Entweder x minus 2 ist 0, das heißt x ist 2, oder x² minus 7x plus 12 ergibt 0. Das hier könnte man wieder mit der diskriminanten Delta lösen oder mit den Formeln von Vieta. Wir suchen zwei Zahlen, deren Summe 7 ergibt und deren Produkt 12 ergibt. Ein bisschen rätseln, dann findet man schnell 3 und 4. Somit hat diese Gleichung also als Lösungen 2, 3 und 4. Eine dritte Art besonderer Gleichungen, die irrationale Gleichung, das heißt, das ist eine Gleichung, in der die Unbekannte unter einer Wurzel vorkommt, wie zum Beispiel hier. Wenn wir diese Gleichung umstellen, das heißt, wenn wir das x nach rechts setzen, dann erkennen wir sofort die Existenzbedingungen von solch einer Gleichung. Also Vorsicht, bei irrationalen Gleichungen muss man Existenzbedingungen überprüfen. Hier gibt es deren zwei. Zuerst einmal muss diese Radikant größer gleich 0 sein, weil man ja seine Quadratwurzel rechnen möchte. Und zweitens, diese Zahl x ist ja gleich zu einer Quadratwurzel. Das bedeutet, dass diese Zahl x größer gleich 0 sein muss. Daher diese zwei Existenzbedingungen, 1 minus x² ist größer gleich 0, dann und genau dann, wenn x zwischen minus 1 und 1 liegt. Man kann diese Ungleichung lösen mit einer Zeichentabelle, die dann sofort zu dieser doppelten Ungleichheit hier führt. Ja, und x muss ja größer gleich 0 sein, weil x gleich zu dieser Quadratwurzel ist. Zusammengefasst bedeutet das hier also, dass x sich zwischen 0 und 1 befinden muss, aber nicht streng. Das heißt, x darf 0 sein und x darf auch 1 sein. Jetzt starten wir mit dieser Gleichung und erheben sie beidseitig im Quadrat. Das führt dann zu dieser da. Aber Vorsicht,
Wenn man eine Gleichung beidseitig im Quadrat erhebt, dann hat man vielleicht Lösungen hinzugefügt, wie man sehr schön in diesem Beispiel hier sehen kann. Starten wir von der Gleichung x gleich 3, erheben die beidseitig im Quadrat und lösen diese Gleichung. Diese Gleichung hat als Lösungen plus 3 und minus 3, die Anfangsgleichung aber nicht. Das heißt, wenn man eine Gleichung beidseitig im Quadrat erhebt, hat man vielleicht Lösungen hinzugefügt, wie hier die minus 3 wurde da hinzugefügt und zum Schluss muss man dann überprüfen, ob diese beiden Lösungen wirklich beide Lösungen der Anfangsgleichung sind. Also hier haben wir im Quadrat erhoben, wir lösen jetzt diese Gleichung, das geht rasch, x ist plus minus Wurzel 2 halbe und jetzt zum Schluss müssen wir zwei Sachen überprüfen. Erstens, da wir im Quadrat erhoben haben, sind das wirklich zwei Lösungen von dieser Anfangsgleichung und zweitens, erfüllen diese zwei Lösungen effektiv die Existenzbedingungen? Wir stellen schnell fest, dass Wurzel 2 halbe Lösung ist und bleibt, aber minus Wurzel 2 halbe nicht, schon allein wegen der Existenzbedingung. Minus Wurzel 2 halbe erfüllt aber auch diese Gleichung nicht. Deshalb bleibt in der Lösungsmenge nur noch Wurzel 2 halbe übrig.